Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zum American Truck Simulator. Wir sind momentan dabei, Möbel von Veneci nach Kinnevik, keine Ahnung. Wir fahren halt Möbel durch die Gegend, wie man das so macht, ne? Wir schnacken auch gar nicht so lange, einfach los. Als wer sich noch erinnert, wir müssen hier ausparken, so richtig scheiße. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich denke, wir kriegen das hin. Wir müssen halt richtig hart hier an den Rand ran. Richtig hart. Dann großen Bogen machen. Hier. So. Dann hier auch nochmal so einen Bogen drumrum. Um dann hier gleich so rauszufahren. Auch mit möglichst großen Bogen. Genau so. Und dann habe ich Hoffnung, dass das vielleicht, wenn wir auch hier einen möglichst großen Bogen machen. Biege nach rechts ab. Ja, warte, ich muss erstmal rausfahren. Wie sieht's denn aus? Sag bloß, ich bin einfach so ausgeparkt, ohne Stress. Da kann ja gar nicht, Leute. Erst links abbiegen. Wir sind so raus. Biege nach links ab. Ich sehe hier schwebenden Dreck oder so. Könnte noch Schatten sein. Ja, ich würde sagen, gib ihm. Wir haben jetzt hier mal Vorfahrt, würde ich sagen. Juli, dann fahren wir mal los hier die Möbel. Weiter geht's mit der Wacken-Story. Also, wir hatten jetzt das Packen und die Anreise für die Zwischenstation, das Einkaufen und das heftige Erbrechen in der Nacht. Nun ist Dienstagmorgen. Mutti ist wach. Hat gekotzt. Ich bin wach, hab gekotzt. Mein Bruder schleicht sich irgendwann auch als tot die Treppe hinab und hat auch ebenfalls die ganze Nacht durchgekotzt. Uns dreien ist klar, dass dieses Jahr Wacken wohl für uns ins Wasser fällt. Also habe ich erstmal meiner Crew geschrieben, Leute, ohne Scheiß. Wir haben uns hier alle die Seele aus dem Leib gekotzt. Ich werde heute wohl nicht kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nachreise, ist ebenfalls äußerst gering. Also so wie wir uns gefühlt haben, war uns auch schon klar, dass auch so Nachreise, man könnte ja sonst, okay, kommen, bist du zwei Tage am Erholen und reist dann nach oder so, aber ich sag mal, es fühlte sich nicht so an, als wäre daran überhaupt nur zu denken. Biege nach links ab. Somit habe ich auch gleich reingeschrieben, wahrscheinlich werden wir nicht nachreisen können. Ihr müsst das heute ohne mich packen. Aber Props geht raus an meine Crew, die haben das auch alle meisterhaft so geschafft. Also es lief wunderbar, Camp ist trotzdem zustande gekommen, hatten sehr viel Spaß. Also lief. Ja, wir haben dann uns auf die Couch bewegt. Also eigentlich hat sich jeder erstmal wieder in sein Zimmer verschanzt. Also ich lag halt den ganzen Tag dann auf der Couch rum. Mutti hat sich ins Bett gelegt, hat da gepennt. Und mein Bruder hat sich in sein Zimmer hintergelegt und rumgepennt. Und im Grunde haben wir uns den ganzen Tag eigentlich nicht gesehen. Wir haben auch nichts gegessen. Also ich habe den gesamten Dienstag nichts gegessen. Nichts. Nichts. Ich hatte auch gar keinen Bock, was zu essen. Wir haben halt Tee getrunken, das ging. Ich musste glücklicherweise nicht danach nochmal kotzen. Also nach diesem intensiven Abend war Schluss. Dann war wenigstens Ruhe bei mir. Und dadurch, dass ich auch nichts mehr gegessen habe, musste ich auch nicht mehr aufs Klo. Also insofern war eigentlich alles entspannt. Jetzt rechts, ne? Ja. Somit hatte ich halt nur Bauchschmerzen ohne Ende und Kopfschmerzen. Und so zog dann im Grunde der gesamte Dienstag ins Land. Also ich lag eigentlich nur den ganzen Tag auf der Couch rum. Der Rest lag auch irgendwo rum. Ich überspringe dann jetzt den Dienstag und gehe auf den Mittwoch. Mittwoch war dann so, da ging es schon ein bisschen besser. Man konnte wieder reden. Ja. Und dann haben wir uns alle zusammengefunden. Also Mutti, mein Bruder und ich haben uns dann alle im Wohnzimmer versammelt und siechten dort einfach gemeinsam rum. Und haben den ganzen Tag irgendwie Brooklyn 99 geguckt. Oh, wir müssen wiegen. Das war echt ganz lustig. Da chillten wir da rum. Essen war immer noch nicht angesagt. Ja, cool. Was machst du da jetzt? Bist du jetzt kaputt oder was? Mann. Natürlich vor der Wiegestation muss er jetzt da irgendwie kaputt gehen, ist ja logisch. Ja, da sichten wir dann halt den gesamten Mittwoch rum. Gute finden. Haben dann ein bisschen durch die Wacken-Gruppe, die haben halt auch Bilder gepostet und so. Ich meine, ich hasse das fies. Ich hatte ja die App, mir installiert die Wacken-App und habe natürlich in Vorfreude schon vorher die Running Order für mich. Du kannst halt in der App markieren, welche Bands du sehen willst. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Und das ist ganz nice gemacht. Dann kannst du einstellen, wie viel Zeit wirst du wohl brauchen von deinem Camp oder wo auch immer, wie viel früher wirst du informiert werden, wenn deine Band anfängt.
Und dann kannst du halt, bei mir waren es jetzt 15 Minuten eingestellt, und dann kriegst du 15 Minuten vor Beginn einer Show immer so eine Push-Nachricht. Achtung, in 15 Minuten fängt Equilibrium an beispielsweise. Eigentlich ein richtig cooles Ding, weil du so nie was verpassen kannst, ne? Und so habe ich mein Wacken dann von der Couch aus noch miterlebt, weil ich die App halt natürlich Achtung, installiert hatte. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, und so eine Smartwatch habe, und dann da jedes Mal auf meiner Samsung-Uhr stand dann jedes Mal, dass ich mich jetzt da und dahin begeben muss. Und da und dahin begeben muss. Und jede dieser Push-Nachrichten war ein kleiner Schnitt in meinem Herzen. Jede dieser Nachrichten. Ja, und dann hab ich heute haben wir ein bisschen die Bilder mitverfolgt, was so in der Gruppe abging. Hupala, scheiße. Demnächst links abbiegen. Ich wollte eigentlich, das wollte ich machen, genau. Und ja, haben wir dann halt wenigstens was im Camp abging, verfolgt, ein bisschen mit denen geschrieben. Oh. Das war ein kleiner Trost, aber hat auch die Trauer ein bisschen angeheizt. Also die ersten Dienstag und so war es uns scheißegal. Dienstag und Mittwoch, da war es uns relativ egal. So ab Mittwochabend, wo es einem langsam dann ein bisschen besser ging, dann kickte so langsam die Sadness, dass wir nicht da sind. Weil wir uns halt, man muss halt echt sagen, wie es ist. Mein Bruder hat sich so eine Woche lang wie so ein Schnitzel darauf gefreut. Und bei mir war halt arbeitsmäßig so viel auch los in letzter Zeit. Ich hatte mich so gefreut, mal einfach mal eine Woche lang, wir nennen es immer liebevoll, durchfetten. Eine Woche lang auf Wacken einfach durchfetten, mit lustigen Leuten Spaß haben, Musik hören, ein bisschen was trinken. Das wäre so gut gewesen, um seine Uhr einfach mal zu resetten, um das einfach alles so auszuhalten. Und das ist jetzt weggefallen. Das war übel, muss man echt sagen. Das war tatsächlich dann übel. Ja, dann kam der Donnerstag. Da ging es dann langsam schon wieder. Da hatte ich eigentlich nur noch heftige Kopfschmerzen und ein bisschen Bauchschmerzen. Hab mir dann Aspirin reingepfiffen und bin dann zu meinem alten Hausarzt. Da war ich seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr. Das war damals mein alter Hausarzt, aber da ich ja Urlaub hatte und ich gerne wenigstens ein paar Urlaubstage wieder zurückhaben möchte, wenn ich schon nur krank rumsieche, bin ich dann zu meinem alten Hausarzt. Bei dem war ich, wie gesagt, vor 20 Jahren das letzte Mal. Gehe da rein und es ist alles exakt noch wie früher. Die Personen, auch das Wartezimmer, gleiche Stühle, gleiche Garderobe und das Gruseligste, das ganze Spielzeug für die Kiddies, weil er ist halt auch Kinderarzt, alles noch das Gleiche. Das sind irgendwelche Holzpferde, Schaukelpferde, die sind, keine Ahnung, das ist bestimmt noch so Erster Weltkriegszeit. Da sind Räder dran mit so Metallspeichen, sowas habe ich schon seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen. Das siehst du vielleicht so in historischen Aufnahmen. So ein Kram steht da rum und das haben die immer noch. Irre. Richtig irre. Oh, war ganz lustig. Der gute, wir nennen ihn immer liebevoll Doc Holiday. Im Grunde will er eigentlich dich nur aus der Praxis raus haben und dir Krankschreibungen geben. Aber bei mir hat er sich tatsächlich die Mühe gemacht, weil es mir so scheiße ging, dann auch mal seinen Beruf auszuüben. Und hat auch mal Arztsachen gemacht, statt einem nur eine Krankschreibung zu geben. War ganz nett. Ja, und dann habe ich mich Donnerstag, nachdem ich beim Arzt war... Ne, Moment, ich war Mittwoch beim Arzt. Mittwoch war ich beim Arzt. Wollte dann eigentlich los. So war es. Mittwoch war ich beim Arzt. Wollte dann eigentlich nach Hause fahren, aber mir ging es so kacke, es ging noch nicht, weil muss gestehen, diese Couch, auf der ich gepennt habe, hat mir langsam die Hüfte vernichtet und ich habe mich nach meinem Bett gesehnt und naja, bin dann aber erst Donnerstag los. Donnerstag aufgestanden, nachdem ich die letzten zwei Nächte immer mit so kaltem Schweiß durchgeschwitzt habe, war richtig eklig, also so richtig widerlich, aufgestanden, ungeduscht, einfach so eben schnell Tschüss gesagt, Auto wieder ausgeladen, was halt wieder raus muss von meinem Bruder, rinn in die Karre und bin dann morgens zeitig los, damit da bloß kein Stau ist und bin im kalten Schweiß 3 Stunden nach Hause gefahren. Aber gemütlich, also wirklich maximal 140. Ganz entspannt nach Hause gefahren. Hier angekommen, das erste, was ich gemacht habe, habe ich dann in die Badewanne gelegt. Oh, Nia ist zu Ende downloaded. Ich habe ja in meinem Urlaub Nia durchgespielt, bin jetzt komplett fertig gewesen, dachte ich, aber es gibt doch noch ein Ende und ich hatte schon deinstalliert. So eine Scheiße. Jetzt muss ich das gerade eben nochmal runterladen, damit ich das letzte Ende jetzt mir noch angucke. Und dann bin ich wirklich durch. Meine Empfehlung auf jeden Fall zu empfehlen. Wer Nier Automata noch nicht gespielt hat und ein bisschen mit Action, Adventure, Rollenspielgedöns was anfangen kann, holt euch das. Dieses Game ist Kunst. Das ist wahre Kunst. Und ihr dürft es nicht nur einmal durchspielen. Das Ding hat mehrere Story-Kapitel sozusagen. Und jedes Mal endet es aber so, als wäre man fertig. Aber das geht halt weiter. Man kriegt andere Blickwinkel. Und Alter, was da abgeht, was da philosophisch abgeht, was da mit deinem Gehirn abgeht.
Wahnsinn. Wahnsinn. Also das zeigt dir, wozu das Medium Computerspiel als Kunst fähig ist. Wirklich grandios. Und dazu ist es auch noch ein gutes Spiel. Also es ist nicht nur artmäßig und storymäßig und von dem, was es mit deinem Gehirn macht und wie es erzählt wird, genial. Es ist halt auch vom Gameplay her cool. Ja. Also wirklich grandios. Wenn eine Konsole hat, ich würde es wahrscheinlich eher für die Konsolen empfehlen. Der PC-Port ist leider nicht so der Burner. Mit Special K geht's, dann ist es in Ordnung. Ich habe es auch auf dem PC jetzt gedaddelt. Aber wenn eine Konsole hat, ich empfehle es euch eher für die Konsole. Das hat Platinum Games selber gemacht. Der Port ist okay. Also ich bin halt so ein PC-Gamer. Und wenn es was für PC gibt, spiele ich es eigentlich am liebsten auch da. Leider haben wir vor allen Dingen mit Spielen aus dieser Zeit oft mit beschissenen Ports zu kämpfen gehabt. Inzwischen geht's ja wieder. Also so in jüngster Zeit wüsste ich nicht von irgendwelchen Konsolenports, die scheiße sind. Ich hoffe jetzt Spyro rockt noch richtig, wenn das jetzt bald auf Steam kommt. Aber ja, so schön langsam, nicht so schnell. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren, in die Badewanne, hab dann den Donnerstag auf der Couch verbracht. Und wie es Tradition ist, spiele ich immer einmal im Jahr Ocarina of Time durch. Und als ich ankam bei meiner Mutter, bei meinem Bruder macht das nämlich auch immer, aber bei ihm ist das so, da geht das mit Wacken einher. Er fährt ja immer noch ein bisschen früher schon zu meiner Mutti, ist dann da noch ein paar Tage. Und in der Zeit leiht er sich immer den DS von meiner kleinen Schwester und zockt dann Ocarina of Time durch, 3D. Und ich habe das dann jetzt nachgeholt. Also statt das Vorwacken zu machen, da ich dann eh krank rumlag, habe ich dann weiterhin auf meiner Uhr, weil es ging ja ab Donnerstag erst richtig los in Wacken, ich habe dann weiterhin auf meiner Uhr Wacken vor Ort live mitverfolgt und nebenbei Ocarina of Time gespielt und immer mal ein bisschen mit den Leuten geschrieben, die so da drin sind. Und habe es dann tatsächlich geschafft, auch das in 2 Tagen durchzuschnabulieren. Ocarina of Time. Ja, und gestern, das war Samstag, ging es mir dann soweit wieder so gut, dass ich sitzen konnte, also auch mal länger, und habe dann eben noch Nier jetzt beendet, quasi fast beendet, muss ich heute noch einmal bei. Und heute geht es mir so gut, dass ich euch sogar wieder American Truck Simulator aufnehmen kann. Ja, das war mein Wackenurlaub. Ich werde jetzt meine komplett jungfräuliche Wackenkarte in mein Kartenarchiv. Ich habe so einen Sack, wo ich immer meine ganzen Konzertkarten aufhebe. Falls irgendwann werde ich mir diesmal alles angucken. Wo ich es überall war. Man vergisst ja doch so viel. Und werde versuchen, darüber zu lachen. Vor allem, wie viel Kohle da ins Land gegangen ist. 220 Euro für die Karte. Plus 300 Schmeckels, 380, glaube ich, Einkauf. Der Einkauf ist nicht weg. Das Dosenbier kannst du so trinken. Die Muffins haben wir auch schon alle aufgegessen. Also das, man zieht es jetzt halt so rein, das Wasser trinke ich jetzt dann gerade so. Es geht, ist ja nicht alles weggeworfen. Aber, Alter, im Grunde hatte ich nur den Scheiß von Wacken, ne? Einkaufen, Auto beladen, Auto wieder entladen, hin- und zurückfahren. Ich hatte all die nervigen Sachen, nur den Spaß nicht, ne? Statt den Spaß habe ich gekotzt aus allen Rohren, ne? Sonntag, also gestern, war dann auch noch die traditionelle Schlacht um die Karten. Da wird ja dann immer wieder, das ist ja Tradition so, Samstag auf Sonntag Nacht endet Wacken. Dann fährst du sonntags nach Hause und sonntags auf montags um Mitternacht ist wieder startet der Vorverkauf. Und wir versuchen immer traditionsmäßig die Xmas-Tickets. Das sind dann quasi so Frühbucher-Tickets. Die ersten 10.000, die sind ein bisschen billiger, die sind 10 Euro Rabatt. Und du kriegst noch ein gratis T-Shirt. Na, das waren, früher hießen die mal Xmas-Tickets, weil die eigentlich bis Weihnachten nie ausverkauft waren. Und das war halt als Weihnachtsgeschenk gedacht. Inzwischen sind diese Xmas-Tickets innerhalb von 10 Sekunden ausverkauft und deswegen heißen sie jetzt nicht mehr Xmas-Tickets, sondern seit diesem Jahr heißen sie jetzt Fast-Tickets, weil die Wacken-Leute selber gemerkt haben, dass es irgendwie sinnlos ist, das weiter so zu nennen. Ja, und wenigstens, das muss ich sagen, ich saß dann gestern mit meinem Bruder im Discord und habe gesagt, komm, versuche wenigstens Karten fürs nächste Jahr zu kriegen, weil eigentlich sollte das mein letztes Wacken sein, ich wollte dann nochmal zum Rockhard und das können wir aber so nicht stehen lassen, deswegen müssen wir jetzt dann doch nochmal Wacken machen nächstes Jahr. Und ja, dann saß ich da, um 0 Uhr geht der Server auf und normalerweise ist dann immer absolute Vollkatastrophe. Aber bei mir lief es, ich glaube es war ein kleiner Trost, bei mir lief es dieses Jahr einfach geschmeidig. 0 Uhr, ich drücke F5, ich bin drin, wähle die Karte aus, Warenkorb, Größe der T-Shirts, zack, Vorkasse durch. Das habe ich noch nie erlebt. Es ist einfach so durchgegangen. Ich habe tatsächlich 2 von diesen Fast-Tickets gekriegt, Wahnsinn. Und es war komplett geschmeidig, keine Warteschlange, kein nix. Danach brach die Apokalypse rein, mein Bruder hat da keine mehr gekriegt, der musste dann normale kaufen. Aber er hatte so oder so, auf jeden Fall haben wir wieder Karten. Und los geht's. Was mich ein bisschen sad macht, viele der Kumpels, die dieses Jahr da waren, auf die ich mich sehr gefreut habe, die kommen nächstes Jahr wohl leider nicht, weil sie alle zum Rockhards gehen. Sehr schade. Das hat die Sadness jetzt in mir noch rückwirkend. Also es flaut langsam ein bisschen ab, dass man nicht da war. Langsam, es tut schon noch weh.
Aber langsam flaut es ein bisschen ab. Aber es war schon, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war schon hart für uns. Also wirklich. Wir haben ganz schön hart gelitten. Ganz schön hart. Und ja, jetzt kommt in dieser Sadness halt noch hinzu, dass viele der Kumpels, auf die ich mich gefreut habe, nächstes Jahr nicht hingehen. Ärgerlich. Ich habe also ein sehr geiles Camp leider verpasst. Und das ärgert mich sehr. Ja. Naja, das war meine kleine Wacken-Story. Geil, oder? Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Dass ihr euch auf irgendwas total gefreut habt und dann hat euch vorweg ein Virus, das irgendwie... Also wir sind uns nicht sicher, wo es herkam. Meine Mutter meinte, also meine Schwester ist halt Krankenpflegerin, irgendwas, und sie meinte so von den Symptomen her, wir haben erst gedacht, es wäre der Novo-Virus, aber dann wären eigentlich alle bei uns in der Familie dran gewesen. Und meine andere Schwester und mein Stiefvater, denen ging es gut. Die haben nichts gehabt. Also weder schlecht noch irgendwas. Also wird es der Novo-Virus wohl nicht gewesen sein. Von den Symptomen her und der Intensität hätte es der sein können. Meine Schwester meinte, könnten auch Salmonellen oder sowas gewesen sein. Und dann habe ich überlegt, was kann es sein? Was haben wir drei alle gegessen? Da wäre der legendäre Döner, von dem ich erzählt habe, wo ich einfach nicht glauben könnte, dass der das ist, weil dann müssten die irgendwie unsauber arbeiten. Das kann ich mir bei ihm beim besten Willen nicht vorstellen. Und meine Schwester und mein Stiefvater haben auch Döner gegessen. Also hätte es die ja genauso erwischen müssen. Wir haben genau das von dem gleichen, also alles das gleiche gehabt. Hätte uns ja dann alle treffen müssen. Döner war es wohl nicht. Dann haben wir weiter überlegt, was kann es noch gewesen sein? Aha, nur wir drei, die die absolute Abkotzerei bekommen haben, haben Tequila Sunrise an dem Abend davor getrunken. Und nur wir haben diese komischen geöffneten Eiswürfel gegessen. Und wir vermuten tatsächlich, dass in den Eiswürfeln, weil die offen waren und so ein fetter Klumpen geworden ist, dass da irgendwas drin war, was nicht mehr gut war. Oder dass es mit irgendwas kontaminiert worden ist. Und dass das dazu geführt hat. Ansonsten kann es einfach nur noch Pech gewesen sein. Dass vielleicht habe ich auch beim Dorffest mir hier irgendwas eingefangen, aber dann hätte es ja auch wieder jeder haben müssen eigentlich. Aber vielleicht haben die anderen natürlich krassere Abwehrkräfte gehabt. Kann ja auch sein. Wer weiß. Oh, Leute, ich habe gerade so einen schönen Lauf und jetzt holt ihr mich hier für die Kack-Wiegestation raus. Mich verarschen. Naja. Ja, auf jeden Fall war das unser Wacken. Berichtet mal, ob ihr auch mal sowas erlebt habt. Ja. Versucht mich vielleicht ein bisschen zu trösten. Neu berechnen. Ich muss das immer noch verarbeiten. Oh, naja. Als nächstes steht dann jetzt die EF in Berlin an. Da habe ich jetzt umso mehr Bock drauf. Ich hatte tatsächlich erst gar nicht so Bock drauf, weil meine bessere Hälfte nicht mit möchte und alleine ist immer ein bisschen scheiße. Aber viele der Leute von Wacken sind da, inzwischen auch viele, die ich so übers Internet kenne, sind da. Insofern werde ich da einige Leute treffen können. Und da wird das ganz witzig. Ich hatte irgend so einen Taiwanese angeschrieben, der gemerkt hat, dass ich die Rito bzw. Orni von Breath of the Wild so gerne mag. Und er ist auch Fan und er ist auch da. Also werde ich einen verrückten Taiwanesen treffen, der genauso wie ich total gerne die Rito bzw. Orni von Breath of the Wild mag. Ist das bizarr? Ja, aber das ist halt das Leben, oder? Das ist doch das Leben. Kuren treffe ich vielleicht mit Glück auch, wenn es klappt. Würde mich wieder sehr freuen. Und ansonsten sollte, ich weiß ja, dass einige von euch auch aus der Szene sind, sollte von euch auch irgendjemand auf der EF sein. Sagt gerne Bescheid, du, wir können uns gerne treffen. Ich freue mich immer, neue Leute kennenzulernen. Ich habe Zeit, ne? Die meisten Panels kenne ich eh schon, die ziehe ich mir nicht zum dritten Mal rein. Das wird mehr so Leute treffen, entspannen, bisschen abhängen. Vielleicht auch mal eine kleine Berlin-Tour machen, vielleicht gehen wir mal in den Zoo da. War ich schon lange nicht mehr. Steht zu überlegen. Ja, ich hoffe, dass das funktioniert und mir dann nicht auch noch irgendwas... Also ich sehe es ja schon kommen, ne? Ich sehe es ja schon kommen, dass ich mir nochmal irgendwas einfange. Irgendwie, keine Ahnung, Nebenhöhlen oder irgend so eine Scheiße. Irgendwas muss ja jetzt eigentlich noch kommen, damit mir das auch noch versaut wird. Und ja. Dann bleibt als letzter Anker noch, wirklich der letzte Anker in diesem Jahr noch, um mich noch ein bisschen zu erholen, der Spyro-Release für Steam und die Switch. Ich habe mir da wirklich eine Woche Urlaub genommen. Ich will nochmal einmal richtig Spyro suchten. Das wird nochmal eine Entspannung werden. Und ja, dann ist das auch schon wieder vorbei. Und dann kommt bei uns nämlich die heiße Phase. Im Winter ist bei uns richtig der Stress. Und deswegen wäre so ein Wacken vorweg zum Resetten nochmal richtig gut gewesen. Dadurch, dass ich aber noch so viel Cocktailmaterial über habe von Wacken, habe ich mir auch schon gedacht, ob ich nochmal hier so eine private kleine Cocktailparty mache. Den Rockstar rausrollen, in unsere Saufecke, Lichter an, Rockstar aufdrehen, Cocktails trinken, ein bisschen Spaß haben. Vielleicht ist das so ein kleines Mini-Wacken nochmal privat oder so. Ist am Überlegen gerade. Weil irgendwas muss da noch passieren. Ich glaube so ohne noch so einen kleinen Resetter in den Terror des Winters bei uns auf Arbeit, das wird, glaube ich, unangenehm für mich. Tatsächlich. Ist das mal geil, dass es mal so lange regnet, oder? Ach ja, und da ist auch schon der Hand. Ja, ja. Dann Ausfahrt rechts nehmen.
Mucken wir. Aber er ist im nächsten Part. Ja, Hahn, ich habe mir so schön Kaffee gemacht und den voll vergessen. Hm. So, ihr Lieben, ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.